Henemenemokus Halibati Kaninokus. Ja, jawohl, wir haben jetzt ein Taumonomikum. Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Delta. Wir schauen jetzt erstmal hier auf den Server und heute habe ich einiges vor, liebe Leute. Heute habe ich einiges vor, denn, so. Jetzt wird es erstmal hier schön geladen. Es lädt doch immer. Und wir sind da. Ja, wir sind da und es ist gewachsen und es wurde irgendwas verändert. Nee, die Kuh und das Schaf ist noch immer da und da vorne den Wanderer, den hole ich mir jetzt gleich mal. Komm her. Okay. Aber die droppen irgendwie nichts, ne? Also irgendwie, die droppen nichts. Oh, cool, wir haben hier ein Schwein. Haben wir eine Karotte? Okay, bisschen zeitversetzt. Okay. Dann schließe ich mal, würde ich sagen, das hier, das hier, das hier und das hier und das hier. Weil ich sollte nicht so viele Sachen offen haben. Gut, Leute, dann holen wir uns hier gleich mal die Samen. Und dann pflanzen wir auch gleich neu an. Dann haben wir nämlich auch gleich hier wieder so ein kleines, schickes Feld. Und ja, eine Kuh wäre noch geil, aber da hier jetzt keine in der Nähe ist, möchte ich jetzt nicht extra eine holen. Denn Leute, ich möchte heute schon ein klein bisschen mit der Magie anfangen. Und was wir dazu brauchen, ist einfach mal hier. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen einen Stick. Wir brauchen zwei Eisen, die wir jetzt nicht mehr haben. Dann brauchen wir Holz. Und hier haben wir genügend Holz. Und ja, ich crafte mir eben mal die wichtigsten Sachen. Wie craftet man sich das nochmal? Ach, genau so. So irgendwie. Upsala, das wollte ich gar nicht. Zack, zack. So, genau. Und dann brauche ich noch so einen schönen, tollen Dingsbums. Und dann brauche ich noch so einen. Falsch rum schon wieder. Leute, was ist heute los mit mir hier? So. Zack, zack. Gut. Ich würde sagen, ich mache das einfach mal hier hin. Das wird natürlich alles noch schön verlagert. Hier hin. Und der kommt dann hier hin. Und was wir dann jetzt noch brauchen, ist erstmal hier Tinte. ich sollte auf Deutsch umstellen. Aber dann habe ich Angst, dass das Spiel abschmiert. Ach, Stuff. Brauche ich ja nicht. Ich brauche einen Wand wahrscheinlich. Ja, hier, den hier. Ja, dafür brauche ich aber einen Iron Cap. Das habe ich jetzt nicht, aber was ich noch unbedingt brauche, ist so ein Ink. Genau, Ink. So ein Schreibtool. Ich muss eben mal ganz kurz gucken. Warte, ich gebe nochmal ein Ink. Ink. Nee, das ist falsch. Leute, tut mir leid. Ink. Hier. Sowas brauchen wir, aber wir brauchen daraus noch mehr. So, und zwar, was kann man denn daraus alles craften? Wir brauchen auf jeden Fall auch Blätter. Sowas mit einer Feder brauchen wir. Da war was mit einer Feder. Nee, das ist ein Buch. Scribing Tool, glaube ich, heißen die. Tool. Ah, hier, genau. Crystal Scribing Tool. Sowas brauchen wir, aber ich weiß nicht, wie man das craftet. Oder nee, so ein Scribing Tool brauchen wir. Wir brauchen einfach schwarze Wolle oder einen Inksack und ein Scribing Tool und das craftet man mit einem Inksack, einer Glasfiole. Okay, da brauchen wir Clay und Silber. Okay, dann würde ich sagen, holen wir uns mal Clay und Silber. Aber ich brauche vorher noch, vorher, noch eine Schaufel. Deswegen hole ich mir ein bisschen Cobblestone. So. Dann mache ich mir hier eine Schaufel.
Und eine Spitzhacke haben wir normalerweise, ja. Und eine Axt nehme ich auch mal mit. Und was zu essen nehme ich auch mal mit. Das lasse ich hier. Und gut, dann würde ich sagen, gehen wir los. Oder gehen wir los? Ja, hier ist der Backpack. Ich gucke hier nochmal ganz kurz rein. Wir hier nicht vielleicht noch Eisen haben. Aluminium. Copper. Moment. Moment. Kann man das nicht auch mit Gold? Macht man denn so einen Zauberstab? Hilfe. Wie macht man denn so einen hier? Achso. Ja, den macht man aus Iron. Und den Golden? Weiß ich nicht, aus, wie man den macht. Das verstehe ich nicht so ganz. Vintium Bound. Thaumium. Okay, Leute, wir dürfen jetzt keine Zeit mehr verschwenden. Denn wir verschwenden schon wieder viel zu viel Zeit. So, was wir jetzt machen müssen, wir brauchen auf jeden Fall Clay. Clay, Sand und Tintenfische. Das ist das, was wir jetzt erstmal brauchen. Und das ist Tin. Okay, gut, Tin, das brauchen wir jetzt aber eigentlich nicht. Ich gehe einfach mal hier hoch. Mach einfach mal meine Videosettings auf normal, weil irgendwie sind die immer auf Fahr eingestellt und ich möchte nicht, dass es dann irgendwie zu laggen anfängt oder so. Gut, da hier ist ja schon mal ein Bach, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich bin ein bisschen verschnupft, tut mir leid dafür. Ah, da vorne, okay, gut. Wir haben schon mal Sachen, wir haben schon mal alle Sachen, die wir hier jetzt brauchen. Das Einzige, was wir dann noch brauchen, ist Eisen und ich glaube, das sollte auch nicht so ultra schwer zu finden sein. Hochtauchen schnell. Okay, gut. Jetzt schwimmen wir einfach mal da nach vorne und holen uns hier die Tintenfische. Die Tintenfische, komm her, ihr kleinen Squids. Ich squirte euch an. Okay, sorry, Leute. Was wir dann aber auf jeden Fall noch machen werden, ist wahrscheinlich, oder, oh, jetzt haben wir den Backpack mitgenommen. Wenn wir jetzt sterben, sind wir am After. Hier. Stirb. Ja, er hat einen gedroppt, wie nice. Oh, aber der liegt jetzt hier ganz unten. Das feiere ich überhaupt nicht, weil jetzt werde ich wahrscheinlich sterben. Dann hole ich mir den hier aber auch noch gleich. Und jetzt hoch. Au. Aua. Nein. Oh, okay, gut. Hä? Wo sind die Sachen? Die sind irgendwie nicht da. Sie sind weg für immer. Hä? Wo sind denn die Items, die gedroppt sind? Mann! Ach, hier oben. Und ich hätte jetzt gar nicht mehr runtertauchen müssen. Naja, gut. Ist ja nicht so schlimm. Wir essen erstmal was hier. So, was haben wir hier jetzt? Raw Calamari. Okay, cool, wir haben Calamari bekommen. Naja, auch nicht schlecht. Gut, das Einzige, was wir jetzt eigentlich noch brauchen, ist Eisen. Und ich weiß gar nicht, ist da vorne auf diesem Berg Eisen? Das ist ja so weit weg, das sehe ich jetzt nicht so gut. Und irgendwie kommt mir vor, dass manchmal so ganz mini kleine Ruckler hier sind. Minimal. Aber das kann mich auch täuschen. Aber wenn das so ist, dann tut es mir leid und dann ist es in der nächsten Aufnahme nicht mehr so. Auf jeden Fall nicht. Oh, das Haus ist ja schon richtig schön da oben. Muss ich echt sagen. Das finde ich richtig beautiful. So. Ich stelle jetzt ganz ehrlich meine Render-Settings hier auf Short. Und ja, ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Und zwar, ich habe einige Sachen offen und vor allem, Leute, ich habe ja auch noch hier, sagt schon, ich habe ja auch noch Dings oben, die ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Ich kenne mich hier nämlich gerade nicht aus. Nee, hier ist falsch. Okay, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Moment, ich stelle dann doch wieder meine Videosettings auf normal. So. Das Haus hier ist echt wirklich schön. Aber ich war normalerweise in dieser Richtung vom Haus. Also weiter in die Richtung. Toll. Ah, da vorne sind schon die Bäume. Ich sehe schon. Hallo, ich habe schon gefunden.
Es liegt daran, ich habe mega viele Programme offen und wenn ich dann auch noch nebenbei Minecraft offen habe, die Aufnahme starte und ich jetzt auch noch die Sphex-Erweiterung reingeschlagen habe. Ich werde mal überlegen, wahrscheinlich werde ich mir für die Sphex-Erweiterung nicht das 128er-Pack, was ich jetzt gerade drin habe, runterladen, sondern ich werde mir das 64er-Pack holen. Dann sollte das auch besser klappen und was wir Idioten jetzt vergessen haben, beziehungsweise was ich Idiot jetzt vergessen habe, ist Sand. Und hier habe ich wahrscheinlich keinen dabei. Vielleicht hier drin, bitte lieber Gott, bitte haben wir das Sand dabei, bitte, bitte. Haben wir Sand dabei? Bin ich gerade blind? Nein, wir haben keinen Sand dabei. Toll, das freut mich sehr, dass wir keinen Sand dabei haben. Mann, Mann, Mann! Wir brauchen aber ganz unbedingt Sand. Da müssten wir jetzt nochmal. Ah, da vorne ist aber eh schon ein Strand mit Sand. Das ist schön. Eisen. Ach, das wäre so schön, wenn wir Eisen irgendwie so finden würden, dass wir einfach so mit einer Schaufel abbauen können. Das wäre Luxus. Aber in der Zwischenzeit, wenn der Sand dann zum Glas brennt, werden wir auf jeden Fall hier hinten dann ein bisschen Eisen suchen gehen. Eisen, denke ich, ist ganz wichtig. Ich habe ja früher Feed the Beast Lite ganz viel gespielt und da gab es ja auch schon Thaumcraft, aber es wurde jetzt komplett verändert. Deswegen habe ich mir echt einige Tutorials angeguckt und eigentlich wollte ich mir ja jetzt in dieser Folge hier Ghouls of Revealing machen. Das sind solche Teile, da kann ich dann solche Aura Nodes durchsehen. Und die sieht auch noch sehr stylisch aus, also das ist so eine Brille. Und ich lege mich jetzt mal schnell hier ins Bett, aber pack vorher das noch in den Ofen. So. So. Jetzt wird erstmal schön geschlafen hier. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ja auch schon alle wach. So, wie viel brauche ich denn für den Scrapling Tool? Rap. Screw. Hier. Wo hab. Okay, Batwing. Okay, ich freue mich schon so auf die ganzen Sachen, die ich hier machen kann. So, eine Glasfiole. Die mache ich aus dem hier. Da brauche ich dann noch eine Feder und ein. Ich kann da wahrscheinlich. Ja, und einen Inksack. Okay. Gut. Dann brauche ich jetzt erstmal. Ob das habe ich. Vier. Dann mache ich erstmal hier. Zack, zack, zack. Falsch. So. Jetzt habe ich eine Fiole. Was ich jetzt noch brauche, ist das hier. Und. Eine Feder. Und die müssten wir auch haben. Weil wisst ihr noch, als ich damals gesagt habe, in der ersten Folge, es ist wichtig, dass ich mir Federn aufbehalte, weil die brauche ich sicher. Jetzt sind wir schon an den Zeitpunkt angekommen, wo ich sie brauchen würde. Oh mein Gott, Quill, was kann man denn damit machen? Ich weiß nicht. So, und eine Fiole. Dann haben wir ein Scribing Tool. Und wenn wir mit diesem Scribing Tool jetzt hier draufklicken, tada, haben wir so einen schönen Altar, der allerdings abgeschnitten ist. Das feiere ich jetzt gerade. Entweder der ist abgeschnitten oder das. Ist so, weil ich jetzt im 720p-Fenster spiele. Ich weiß es nicht. Wir bräuchten Eisen und ein WAN, damit wir die Sachen dann hier craften können. Aber was ich hier auf jeden Fall erstmal machen möchte, ist hier ein Pack reinpacken. Das brauche ich nämlich alles jetzt nicht. Genau, ich brauche Papier. Das heißt, wir haben hier Zuckerrohr. So. Und gut. Zuckerrohr ist ganz, ganz wichtig. Das lege ich nämlich jetzt einfach. Es leckt. So. Das lege ich jetzt nämlich einfach mal hier rein. Okay. Paper. Wie macht man denn das Paper? Paper. Das Paper Stack. Oh, okay. Wir brauchen hier wahrscheinlich so einen Paper Stack. Zack. Und zack. Hä? Ah, jetzt habe ich. Oh, scheiße, das war Tinkers Construct. Jetzt habe ich das. Oh, jetzt habe ich das zerstört. Kann ich da jetzt raus wieder normales Papier machen? Oder so? Oh Mann, jetzt habe ich das ganze Papier zerstört. Das bringt mir jetzt gar nichts mehr.
Aus Bambus kann man ja wahrscheinlich kein Papier machen, oder? Aus Quicklime, Water Bucket. Nee. Ach, schade. Mann, Leute, wir sind so doof. Wir haben aber doch noch mehr Zuckerrohr, oder? Leute, das kann's ja nicht. Das kann sie nicht angehen. Ernsthaft. Ernsthaft, Thomas, wieso bist du einfach so ein Behinderter? Naja, wir versuchen es einfach mal, ob es so funktioniert. Und zwar müssen wir, wenn wir das hier in der Hand hier haben, müssen wir so ein Taumo-Dingsbums machen. Taumo. Hier, so ein Taumonomikon. Wie macht man das? Wie craftet man das nochmal? Moment, ich google kurz. Taumonomikon Crafting. So. Wie crafte ich das nochmal? Und zwar... Ah, genau, wir brauchen einen Bookshelf und da muss ich mit dem Zauberstab draufklicken. Ich kann jedoch noch nicht mit dem Zauberstab draufklicken, weil ich Eisen brauche. Das bedeutet, wir machen uns jetzt das allererstes Eisen, bevor wir überhaupt irgendwas machen. Das heißt, ich werde mir jetzt einfach mal hier unten in dieser schicken Höhle Eisen holen. Ich habe noch nicht mal irgendwas. Sag nicht, das ist Eisen. Eisen! Oh mein Gott, wir haben das Glück des Lebens, Leute. Wir haben ja einfach das Eisen, was wir gebraucht haben. Oh mein Gott, wie nice. Der liebe Gott hat uns jetzt beschenkt heute, ja. Er ist einfach heute gut drauf. Er hat gesagt, ja, du Thomas, boah, voll geil und so, dass du jetzt so ein bisschen Magie machen möchtest. Ich unterstütze dich da dabei. Ich finde das so richtig krass von ihm. So, ey, was war's hier? Habe ich das gerade richtig gesehen? War hier gerade so ein Flimmerteil? Das ist nämlich wichtig, weil damit können wir dann unseren Zauberstab aufladen. Deswegen brauchen wir nachher auch dieses Taumonomikum. Das packe ich hier mal rein, das brauche ich jetzt nicht. So, zwei Eisen, die reichen uns schon komplett. So, einmal und zweimal. Dann brauche ich das hier und das hier. So, und ein Bookshelf. Ein Bookshelf, wir brauchen auf jeden Fall Bücher. Wir haben, glaube ich, Bücher. Haben wir die nicht irgendwo abgebaut oder so? Zufälligerweise mal. Ich hoffe es. Ich brauche nur drei Bücher. Nur drei. Books? Hallo? Ich brauche nur drei Bücher. Bitte. Bitte, Leute. Ein Book. Hier, ein Bookshelf. Und das mache ich aus drei Papier und ein Leder. Leder haben wir genug. Das bedeutet 1, 2, 3 und mit dem wird es wahrscheinlich nicht gehen. Aber ich kann es ja mal ausprobieren. Nein, das geht nicht, weil ich das Papier verschwendet habe, ich dummer Idiot. Aber ich gehe einfach mal zum Strand mit der Hoffnung, dass ich hier eventuell Zuckerrohr finde. Aber ich denke schon, hier wird es auch sicher Zuckerrohr geben. Bitte... Mann, es sieht nicht so danach aus. Mann, das kann es ja nicht. Oh, Zuckerrohr, Zuckerrohr. Oh mein Gott, wir sind gerettet. Wir sind gerettet. Unser Leben hat wieder einen Sinn. Unser Leben, es leckt echt ein bisschen. Also ich muss echt gucken, dass ich eventuell, Moment, Resource Packs. Ah, wenn ich das jetzt ändere, dann stürzt das komplette Minecraft wahrscheinlich ab. Deswegen, ich mach's einfach mal nicht hier. Leute, ab der nächsten Folge verspreche ich euch, wird es nicht mehr laggen, weil ich das fixen werde. Aber ich sag mal so, es ist ja jetzt auch nicht so extrem. Es ist ja nur so ein leichtes, manchmal so ein leichtes, so ein kleiner Ruckler. Es stört natürlich, aber ihr seid alle cool, ihr verzeiht mir das. Und deswegen werde ich das auch so machen, dass ich auf jeden Fall... erstmal hier, dass ich, okay, bei mir draußen waren irgendwie gerade komische Geräusche. So, gut. Drei Papier haben wir. Das bedeutet, hier so und so oder so. Oh, dann brauchen wir noch mehr. Mann! Mann, wir brauchen mehr. Bitte, bitte mehr. So, haben wir noch was zu essen? Was Gebratenes vielleicht? Nein, leider nicht.
So. Gut. Würde ich sagen, dann suchen wir noch ein bisschen weiter. Denn einfach so warten möchte ich jetzt auch nicht. Aber dass manchmal so kleine Frame-Einbrüche da sind, immer nur so ganz kleine und kurze. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das liegt wahrscheinlich, ja, ich kann es mir nur so erklären, dass es an, an der Erweiterung liegt, weil beim letzten Mal war das noch nicht so der Fall, dass es auf einmal dann zu laggen angefangen hat. So ein bisschen, aber ab der nächsten Folge, wie gesagt, ist das nicht mehr. Was ich aber jetzt unbedingt noch machen möchte in dieser Folge, ist das Taumonomikum. Auch wenn ich jetzt schon über 15 Minuten bin. Aber das möchte ich jetzt einfach noch machen und das müsst ihr mir einfach verzeihen. Da ist ein Boot. Okay, das müsst ihr mir einfach verzeihen, dass ich das machen möchte. Ich möchte das einfach tun. Was ist das? Slickwater. Ah, das könnten wir, glaube ich, auch gebrauchen. Aber das. Soll ich das abbauen? Einfach so? Nee. Nicht da. Nicht, dass ich da irgendwas kaputt mache. So. So, ich brauche jetzt echt mal Zuckerrohr. Hey, da ist nirgendwo Zuckerrohr. Was soll das, Alter? Willst du mich verarschen? Jetzt haben wir vorher Zuckerrohr gefunden. Ich dachte, mein Leben ist wieder, hat wieder einen Sinn und jetzt scheint wieder alles so verflogen. Alles so verflogen und kaputt und. Och Mann. Ich finde, deswegen hüpfe ich auch nicht so, weil es irgendwie meiner Meinung nach dann vielleicht eventuell ein bisschen mehr laggt. Hä, aber ernsthaft jetzt? Ich finde kein Zuckerrohr mehr. Und wenn ich jetzt noch weiter weglaufe, dann weiß ich, dass ich mich verirren würde. Och, Leute. Oh, das sind auch so schöne Ohrs. Oh mein Gott, so beautiful. Aber es bringt sich einfach nichts, denn ich brauche Zuckerrohr. Zuckerrohr, Zuckerrohr, Zuckerrohr. Was ist das hier? Aluminium. Das nehme ich jetzt alles nicht mit, Leute. Das machen wir alles noch. Aber ich brauche Zuckerrohr. Bitte, Mann. Leute, wieso haben wir das Zuckerrohr? Oh, wir haben ja noch zwei. Jetzt teste ich was. Wenn ich mit dem. Wenn ich mit dem. Mit meiner. Mit meinem Bone Meal auf das Zuckerrohr klicke, müsste das dort ja eigentlich funktionieren. Dann müsste das ja wirklich funktionieren, oder? Moment, ich gehe mal schnell pennen. Oder geht jetzt noch nicht? So. Zack. Wird kaputt. So. Geht kaputt. So. Hier. Hey, wieso geht das nicht? Ah, ich glaube, ich muss direkt neben dem Wasser sein. Glaube ich. Ich glaube, so außenrum geht das nicht. Ja. So. Gut. Dann gehe ich jetzt mal eben schnell schlafen. Vielleicht wächst es ja jetzt über die Nacht. Ich weiß es nicht. Oh Mann, das wird eine XL-Folge, aber gut, ich habe gestern nichts hochgeladen, dann ist das schon in Ordnung. So, wo habe ich jetzt das Knochenmehl? Hier. Ich glaube, das funktioniert nicht. Nein. Mann! Was mache ich denn jetzt? Soll ich einfach mal heimlich oben in das Haus hier gehen und einfach mal so nett was ausborgen? Ich gebe es auch zurück, ich schwör's. Wirklich, ich schwör auf mein Leben. Aber vielleicht hier ist auch noch ein bisschen Strandteil. Vielleicht, dass hier noch irgendwas ist. Ich weiß echt nicht. Hier? Nee. Gut, dann gehe ich mal da hoch. Es sieht echt schön aus, das Haus hier. Da muss ich echt mal sagen, Respekt an denjenigen, der das gebaut hat. Also von außen gefällt mir das echt sehr, sehr gut. Da hat jemand echt schon was Schönes gebaut. Vor allem so schön nah am Spawn. Finde ich schön. Zack. Wie kommt man denn da rein? Oh, da sind schon so viele Kisten drin. Wie kommt man denn da rein? Ach so, hier. Hier ist die Haustür. Okay. Hier. Bitte hast du. Oh mein Gott. Ich borg mir das nur aus, ja? Ich borg mir das nur aus. Ich schwör's. Du bekommst es wieder zurück, wer auch immer das ist. Hier. Ich muss gucken, wer das gebaut hat. Leder habe ich genug. Und sonst einzelne Dinge hast du ja so nicht. Weil jetzt würde es sich dann genau ausgehen. Jetzt habe ich noch ein Papier und zwei habe ich noch vorne. Das bedeutet, es würde sich perfekt ausgehen, dass ich dann noch
ein Buch habe. Ja, das bedeutet, du bekommst von mir 4 Zuckerrohr wieder zurück. Auf jeden Fall, danke, dass du es mir geborgt hast, auch wenn ich dich nicht danach gefragt habe. Aber ich weiß ja nicht, wer da wohnt. Bitte, wenn du das Video siehst und du hier wohnst, ne, dann schreib mir das einfach mal in die Kommentare. Und ich klicke mich heute mal einfach durch alle Teilnehmer durch, um zu sehen, wer hier wohnt. Aber ich glaube, von der Baustilart ist es auf jeden Fall Goldblock. Und Goldblock wäre sicherlich so nett und würde mir das borgen. Das weiß ich auf jeden Fall. So. Gut, jetzt habe ich 3. Das bedeutet, ich kann jetzt das hier machen. So. Dann kann ich das hier machen. So, perfekt. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Wo haben wir dann das andere Holz? Ich würde sagen, ich nehme das hier. Das andere ist wahrscheinlich jetzt im Ofen geschmolzen. Dann nehme ich das hier und das hier. Oh mein Gott, jetzt haben wir einen Bookshelf. Das platzieren wir hier. Und dann machen wir Henemenemokus Halibati Kaninokus. Ja, jawohl, wir haben jetzt ein Taumonomikum. Und jetzt, liebe Leute, brauchen wir... Hier, genau, die möchte ich nämlich machen, die Googles of Revealing. Und was wir hier jetzt brauchen, ist einfach ein Scribing-Tool hier zu haben. Und Papier. Wir haben leider jetzt kein Papier. Ich nehme einfach mal das hier. Geht leider nicht, weil wir bräuchten ein Papier. Das bedeutet, wir brauchen noch mehr Zuckerrohr. Aus dem hier, aus dem Bambu, kann man ja wahrscheinlich kein Zucker machen. Nee, kann man kein Papier machen. Schade. Ups, jetzt bin ich hier gegen mein Mikrofon geclasht. Jetzt muss ich echt gucken. Ich würde sagen, Leute, wir haben jetzt das Buch. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall die Googles of Revealing machen. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Wenn ihr euch auch freut, dann gebt mir doch ein Like und ich esse noch eben was. Hier. Mam, mam, mam. Lecker. Das schmeckt so lecker und gut. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Haut rein, macht's gut und ciao!